CSI-Kappeln oder auch dem Grauen auf der Spur. Genauer gesagt dem Grauen, das landläufig Osmose heißt. Wenn die fiesen Bläschen im Laminat schon so deutlich zutage treten, ist jedem Eigner klar, hier muss saniert werden. Doch wie kann ein GFK-Rumpf auf Osmose geprüft werden, der augenscheinlich glatt und völlig gesund ist? Florian Brix vom Refit- und Osmose-Spezialisten Peter Wrede ist auf eine ungewöhnliche Idee gekommen. Eine UV-Lampe macht sichtbar, was hinter dem Gelcoat dieser 16 Jahre alten Yacht lauert. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Oberfläche. Und das Wichtigste ist, wenn wir etwas Neues aufbauen, dass wir ja auf vorhandenem Untergrund applizieren. Und wir müssen uns sehr sicher sein, dass der Untergrund, auf dem wir was Schönes, Glänzendes oder was Schützendes aufbauen, dass der 100% in Ordnung ist. Deswegen investieren wir sehr viel Zeit in die Prüfung des Untergrundes. Und da sind wir auf die UV-Lampe gestoßen, so ähnlich wie das auch in der Forensik der Fall ist, dass man einfach noch Spuren sucht, die man vorher nicht sehen kann. Und wir haben da schon ganz erstaunliche Ergebnisse erzielen können in der Prüfung. Zum Beispiel das mit den Osmosenestern hinterm Gelcoat, wenn es eigentlich noch nicht mit dem bloßen Auge sichtbar ist. Also wir denken, dass wir 5 Jahre in die Zukunft gucken können, bevor die Blase entsteht. Eine verblüffend einfache und auch noch kostengünstige Methode der Osmose-Früherkennung. Denn eine UV-Lampe gibt es schon ab 20 Euro. Noch besser kann man die Bläschen mit einer etwas teureren Lampe erkennen, die zum Aushärten von Epoxidharzen verwendet wird. Eine Schutzbrille mit Gelbfilter hilft dazu noch, den drohenden Osmoseschaden sichtbar zu machen. Das Skalpell zeigt, dass es sich hier tatsächlich um Osmose handelt. Das Gelcoat bricht ein und es tritt eine nach Essig riechende Flüssigkeit aus. Und das an einer Stelle, die mit bloßem Auge völlig unauffällig erschien. Ja, auch für den Privateigner, der sein Schiff auf Osmose testen möchte, bietet das mit der UV-Lichtlampe ein zusätzliches Tool. Wir empfehlen dann einfach im dunklen Winterlager einfach mal eine DIN A4 große Fläche freizuschleifen mit dem Exzenterschleifer. Also das Gelcoat muss komplett freigelegt werden. Man braucht es nicht abtragen, aber dass es freigelegt ist, also es darf kein Primer, kein ATV-Ling mehr auf der Oberfläche sein. 150er oder 120er Schleifpapier ist hier das richtige Mittel der Wahl. Und dann mit einer UV-Lichtlampe, die es im Internet schon ab 20 Euro gibt, kann dieser Test durchgeführt werden. Wichtig ist auch, dass man sich gleich die dazu passende Schutzbrille besorgt mit so einem gelben Filter. Dadurch hat man nochmal die Möglichkeit, zusätzlich was zu entdecken. Ein Tipp: Das Testfeld am Wasserpass freilegen, denn dort ist das Osmoserisiko mit am höchsten. Brix und sein Team stehen noch am Anfang ihrer Entdeckung. Jetzt haben sie Gutachter und befreundete Fachbetriebe aufgefordert, die einfache Technik zu testen, um gemeinsam mehr zu erfahren. Wir haben auch schon eine sehr erfreuliche Rückmeldung bekommen. Zum Beispiel, dass man in einer reparierten Fläche Farbtonunterschiede im Gelcoat damit feststellen kann. Oder wenn man zum Beispiel eine Baunummer aus dem Boot entfernt hat, dass man diese Stelle damit wieder entdecken kann. Also ganz interessante Sachen. Wir hoffen, dass da noch ordentlich Rücklauf kommt. Deswegen jeder, der eine gute Idee dazu hat, ist herzlich eingeladen, diese zu teilen. Also tatsächlich ein Hauch von CSI an der Schlei. Endlich gibt es eine kostengünstige Möglichkeit, einen Bootsrumpf mit geringem Aufwand zu prüfen. Sind Blasen zu sehen, weiß man immerhin, was auf einen zukommt. Die Sanierung übernimmt dann in der Regel ein Fachbetrieb.